Oh ja, servus, ihr seid ja schon da. Ja, heute nach langer, langer Zeit mal wieder ein Video von mir. Einige werden sich sicherlich schon gewundert haben, es ist jetzt, ja, ich glaube, gut 3 Monate her, dass ich kein Video mehr gebracht habe. Warum? Ja, liegt schlicht und einfach in einer kleinen Schaffenspause. Wir haben jetzt ja doch einen langen Sommer hinter uns gehabt und im Sommer jetzt haben wir den Temperaturen und wir haben dieses Jahr extrem viel Botanik und auch viel Viehzeug. Ja, habe ich schlicht irgendwo nicht so die Lust und das Verlangen gespürt, ja, rauszugehen in den Wald und ja, Buschkraft zu betreiben. Ich bin dann eher anderen Hobbys hinterhergegangen. Wer meinen Zweitkanal verfolgt, der hat es mit Sicherheit gesehen. Wir haben jetzt die Höhlensaison gehabt. Das war sehr angenehm. Aber umso mehr freut es mich jetzt. Jetzt haben wir ja Herbstanfang. Es geht jetzt wieder in die kühlere, ruhige Jahreszeit mit rein. Und da ist natürlich dieses Hobby Buschkraft, dieses Draußensein. Oder wie jetzt heute, mal wieder draußen zu übernachten, dann wieder ganz anders. Übernachten ist das Stichwort. Ich habe heute wieder einen großen Grünen dabei. Es ist heute seit langem mal wieder jetzt die erste Nacht draußen, was ich von den Temperaturen gelesen habe. Aber mal gleich gut ausgesucht, es soll tatsächlich kommende Nacht relativ zapfig werden, also durchaus runter bis 1 Grad, vielleicht sogar um den Gefrierpunkt. Das Terrain ist heute ein bisschen was Besonderes. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hinter mir schon sieht. Es ist relativ offen, ganz bewusst. Ich zeige euch das jetzt dann einmal, es ist jetzt nicht richtig ein Waldgebiet hier. Ich werde mir jetzt sagen, ja, mein Nachtlager mal aufbauen und dann auch meinen eigentlichen Lagerplatz, da will ich mir dann die Buschbox heute Abend ein bisschen hinstellen. Und dann nehme ich euch mit und ich freue mich, wenn ihr dabei seid und wünsche euch wie immer an der Stelle viel Spaß beim Video. So, wie ihr seht, das ist tatsächlich heute relativ offenes Feld. Es liegt daran, ich kenne diese Gegend hier aus meiner Kindheit. Das war früher mal, ja, dürfte hier alles noch Teil gewesen sein von einem US-Truppenübungsplatz. Es gibt auch hier im direkten Umfeld noch einen Übungsplatz. Ich weiß aber gar nicht so recht, ob der noch in Betrieb ist. Aber eben diese Fläche, ja, hier liegt es ein bisschen so Verbruch und ein bisschen Schutt. Gerade die Stelle habe ich mir jetzt eigentlich ausgesucht, da will ich jetzt dann später so mal meinen Aufenthaltsort machen. Da stelle ich mir dann auch die Buschbox hin. Ist halt ideal, weil, ich sag mal, wenn ich hier ein kleines Feuerchen mache, kann jetzt nicht unbedingt viel passieren. Ich schwenke jetzt hier mal ein bisschen rum, dass ihr seht, was hier Sache ist. Ja, es sind immer mal ein paar so kleine Baumgruppen, ein paar so Kiefern. Da hinten drinnen, ich zoome es mal her, da wo jetzt der Rucksack steht, da werde ich mir jetzt dann meinen Schlafplatz dann hinbauen. Also ich werde mir heute einen Tarp aufstellen. Ja, ich habe entschlossen, jetzt in der kalten Jahreszeit werde ich mal wieder als Bodenschläfer versuchen. Schwenken wir noch ein bisschen rum. Ja, das da hinten ist so ein Hühnerhof. Das sollte dann hoffentlich kein Problem werden. Ja, und ansonsten alles, wie gesagt, recht offen heute. Ich hoffe, dass ich mir da nicht selber ins Knie schieße, weil es ist heute ein bisschen windig. Ich habe keine Ahnung, ob der Wind mit der Temperatur zusammen ein Problem wird, heute Abend, heute Nacht. Da lasse ich mich mal überraschen.
Ah, das ist mal wieder Steak. Schon ein Weilchen her. Das ist mal ein Filet. Ja, das ist immer gar nicht so einfach auf offener Flamme da einzuschätzen, wie lange man es drauf lassen soll. Aber ich habe es, glaube ich, gut getroffen. Ist noch schön saftig. Kartoffeln, ein paar Zwiebeln, etwas Kräuterbutter dazu. Recht viel mehr braucht es nicht mehr. Jetzt bei herrlichem Sonnenuntergang, die Sonne ist jetzt weg. Kann man sich schmecken lassen. Ja, Freunde, es ist mittlerweile dunkel geworden. Ich hoffe überhaupt, dass ihr mich sehen könnt. Ich habe hier bloß mal Laterne dabei. Ja, es ist jetzt verdammt schnell dunkel geworden. Und entsprechend tatsächlich für Mitte Oktober zapfig kalt. Also vorhin um 18 Uhr hatten wir schon 5 Grad. Wird lustig. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen ausspannen. Noch ein wenig so die blaue Stunde hier genießen. Was es restlich noch hergibt. Das Feuer gar runterbrennen lassen und dann werde ich mich irgendwann unter das Tarp verziehen. Ja, eine Frage habe ich mal an euch, liebe Zuschauer. Ich mache ab und an mal Videos, mal mehr mit Sprache, mal weniger, heute mal so gemischt. Ich weiß immer gar nicht, was eigentlich besser ist, ja, ob so Videos besser sind, wo man gar nichts spricht, einfach nur dieses, versuchen dieses Feeling auf Kamera rüberzubringen. Oder findet ihr das angenehmer, wenn man mehr mit der Kamera redet, sprich mit euch redet. Ich persönlich bin immer ein bisschen etwas zwiegespalten, weil ich mag zum Beispiel jetzt Videos nicht so, wo in einer Tour nur durchgesprochen wird, weil ich finde, dass da manchmal ein bisschen die Stimmung liegen bleibt. Von daher haut es mir doch mal gerne in die Kommentare, wie da eure Meinung dazu ist. Weil entsprechend, ich würde mich da natürlich gerne drauf einstellen. Man klar, Silent-Videos, die fallen natürlich etwas einfacher, weil man kann sich auf die Sache konzentrieren. Ich bin jetzt auch nicht so der große Redner vor der Kamera. Aber wie gesagt, haut es mal in die Kommentare und ansonsten glaube ich, sehen wir uns dann morgen früh zum Frühstück wieder. So, noch ein kurzer Blick in die Schlafstube für heute Nacht. Ich werde mich jetzt da gleich reinmuggeln in das Ganze. Sieht so aus. Ja, ich habe immer noch diese zweite Isomatte. Das ist so meine Sitzgelegenheit. Die baue ich mir jetzt dann noch drunter. Ist einfach bloß so als mechanischer Schutz für die eigentliche Isomatte. Und dann geht es jetzt schön mit Vorfreude in den Schlafsack, weil es ist jetzt richtig zapfig kalt geworden. Und dann bin ich mal gespannt, was die Nacht so bringt. Schönen guten Morgen. Die Nacht ist vorbei und ich muss sagen, es war ganz schön zapfig kalt. Also ich habe nach der letzten Messung, das war jetzt heute Morgen so gegen 6 Uhr, hatten wir sogar mal 0,6 Grad im Minus. Also es ist für knapp Mitte Oktober, doch, ist fleißig.
Ich war froh, dass ich gut eingepackt war. Ich war froh, dass ich wieder den Zwockman dabei gehabt habe, weil, wie ich schon befürchtet habe, der Schlafsack alleine, nee. Aber da habe ich ja schon mal berichtet drüber. Ja, ihr hört es, ihr seht es schon. Ich freue mich jetzt erst einmal auf einen lecker frischen Kaffee. Dann mache ich mir ein bisschen was zum Frühstücken. Und wenn ihr immer noch dabei sein wollt, seid ihr gerne herzlich dazu eingeladen. Ich brauche jetzt erstmal einen guten Wachmacher. Ja, Freunde, mein Frühstück ist fertig. Das werde ich mir jetzt noch schmecken lassen. Das Feuer noch gar runterbrennen lassen. Das hat jetzt alles ganz gut funktioniert, wo alles relativ feucht war. Ja, danach, meine ersten Spaziergänge sind auch schon unterwegs. Ja, danach muss ich dann erstmal meinen ganzen Schlafplatz zusammenpacken, Tarp, Schlafsack. Jo, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, so die ersten, ja, fast frühwinterlichen Eindrücke ja, zu genießen. Wenn euch das Video gefallen hat, ich würde mich natürlich freuen über einen dicken Daumen hoch. Und wenn ihr den Kanal Free Solo Bushcraft noch nicht abonniert habt, unbedingt abonnieren klicken. Dann seid ihr auch bei meiner nächsten Tour dabei. Bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut, bye bye, bis zum nächsten Mal.